Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute unerwarteterweise mal mit Breaking News, nämlich wie soeben verkündet wurde, gibt es bei Big Bad Toy Store eine exklusive Masters of the Universe Origins Figur, nämlich den Eternian Royal Guard. Also quasi, wie wir es gewohnt sind von den Classics, eine Man-at-Arms Variante. Bei den Classics haben sie ja damals zu viele Figuren davon in der Fabrik hergestellt. Die gab es ja bis zum Schluss zu kaufen. Die Frage, wie erfolgreich das jetzt bei den Origins wird. Ich finde es aber ziemlich, ziemlich cool, dass das tatsächlich, dass die rauskommen. Ja, also das ist für mich der richtige Weg, den die Origins da einschlagen, weil genau sowas will ich haben. Figuren, die es auch früher nicht gegeben hat und im besten Fall, die es noch nie gegeben hat. Aber umso, also ja, umso mehr Vielfalt, ja, bei den Figuren, desto besser. Also ich bin schon sehr gespannt. Ziemlich, ziemlich cool, ja. Hier sieht man die Teile, die man austauschen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das dann auch sieht, was ich hier aufnehme, gescheit. Ja, ihr seht, ich bin ja, leider Gottes, ja, ich bin ja ein Digital, wie heißt das? Digital Noob. Product Description. Es ist eine aufregende Zeit, Masters of the Universe Fan zu sein, für eine lange, lange Zeit. Haben Kinder und bla bla bla. Geheimnisse von Castle Grayskull. So, okay, ich habe gehofft, hier ist ein neuer Text. This exclusive figure features rural armor and the clean-shaven man-at-arms head sculpt. Ja, das ist tatsächlich ganz offensichtlich und ich habe es nicht bemerkt oder nicht kommentiert. Wir bekommen eben hiermit einen Man-at-Arms ohne Bart. Ja, das ist natürlich für manche ganz, ganz wichtig. Ich bin gespannt, wie man an die Figur rankommt. Man sieht eh 17 Dollar, Erscheinungstermin September 2021. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie das hier wird. Das so viel zu den kurzen Breaking News. In diesem Sinne, so wie immer, habt ihr eine gute Zeit und sammelt weiter. Besonders die Exclusives. Tschüss!